Oh, hallo, guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt, ach du Scheiße, 15:41 Uhr. Ich habe zu Mr. Bird. Ich darf heute wieder bei Mr. Bird parken. Das finde ich der beste Mann überhaupt. Ich hoffe, das reißt nicht ein und es nervt ihn nicht langsam. Auf jeden Fall habe ich da geschrieben, Junge, ich versuche, dass ich um 15:20 Uhr hier losfahre und belästige dich da noch ein bisschen. Naja, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, weil ich muss noch Wäsche abhängen und zusammenlegen und ich bin damit echt ein bisschen überfordert. Und heute früh, das wollte ich euch noch erzählen, heute früh bin aufgewacht, WhatsApp hat geklingelt oder so und dann stand da, du, die Polizei steht vor deinem Auto und fotografiert's. Und da hat's geregnet. Die können mich doch, also ich folge denen doch auf Twitter, die können mich doch da anschreiben, ey, sagen, hey Kelkau, wir hätten gern ein Foto von deinem Auto, kannst du nicht mal ein schönes machen? Hätte ich doch sofort gemacht. Aber okay, und dann bin ich raus und dann war da eine Benachrichtigung von DHL, dass ein Paket gekommen ist und es lag noch ein komischer Brief da, den zeige ich euch jetzt mal. Da. Also gut, mein Name ist jetzt da wenig korrekt geschrieben. Und also alles sehr dilettantisch. Und dann dachte ich mir schon, ah geil, ein Liebesbrief. Aber, sehr geehrte Familie, wir wohnen in Ihrer Nachbarschaft und hatten bisher noch nicht die Gelegenheit, persönlich mit Ihnen zu sprechen. Wir möchten aber gerne einige wichtige Informationen übermitteln. Und da steht dann irgendwie, wo steht's denn? Da steht's. Da. Timmy, 2, Timmy, 3. Und dann war das dann noch dabei. Es war doch schon mal neulich, wo die Leute da waren und mit mir über Gott reden wollten und ich hatte so ein komisches T-Shirt an, da waren so Zeichen nach unten und Fledermäuse und so. Naja, ich beeile mich jetzt auf jeden Fall. Genau, heute geht's ja in die Posthalle. X-Mess, hab's vergessen, mit Moon und Rotting und die Boncherie und Division Bleak und noch andere. Ich hoffe, dass ich da rechtzeitig da bin. Kommen sehr viele Würzburger. Jungs, es wird ein phänomenaler Abend. Wir sehen uns dort oder auf dem Weg oder irgendwo. Also, ich als Einheim... Oh, jetzt ist einer frei. Oh, und jetzt ist er auch schon wieder rot. Ja, also, Leute, ich als Einheimischer weiß auch nicht genau, wo man dann hier parken soll. Also, ich habe jetzt halt meinen Spezialparkplatz. Hätte noch einen anderen angeboten bekommen, aber ich wüsste sonst nichts Kluges. Falls ihr was habt, für die, die von weiter weg kommen, wenn die in die Posthalle gehen, schreibt doch in die Kommentare Parktipps und so. Oh Mann, ich sag euch, dies mit der Zeit. Ich habe vorhin schon gesagt, in Zukunft von mir keine Zeitangaben mehr, wann ich wo sein werde und so. Ja, wisst ihr Bescheid, wenn wir in die Posthalle gehen, parke ich immer hier bei Mr. Bird, bester Parkplatz, habe ich glaube ich schon mal gesagt gerade eben. Und gerade, ich habe noch gesagt, ich war extra ganz oft auf Toilette, Nummer 1 und Nummer 2, damit ich nicht mehr muss, weil ich in der Posthalle echt nicht gern gehe. Und jetzt muss ich schon wieder Nummer 1. Ja, und Wetter passt auch wirklich super gut. Aber wir sind ja gleich da, die erste Band verpasse ich so halb. Passiert, kommt vor, tut mir leid. Hallo, schönen guten Abend. Über diesen Berg soll er wandeln. We'll be right back.
Grüß Gott. Servus. Schönen guten Abend. Hi. Servus. Man kennt sich ja noch mit der Video überwacht. Nee. Hast du wieder Nee. Da passiert gar nichts. Ihr könnt jetzt auch über andere Leute lästern. Wirklich? Ja, schließt da aus. Ja, genau. We'll be right back.
Wo ist der? Da ist mein Gesicht. Hallo Freunde, das ist mein Gesicht. Es ist äußerst dunkel, weil wir sind schon draußen. Ja, liebe Leute, es war jetzt der Abend mit Rotting Cries, The Boucherie, The Vision Bleak und anderen. Lasst mich doch hören, wie es euch gefallen hat. Und Wünsche, Anregungen, Kritik, auch alles gern gelesen. Ich bin dann erstmal vorerst raus.